Was geht ab, Leute? Neues Video. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Bike. Ist schon eine Weile her, dass ich mein letztes Dirtjump-Rad aufgebaut habe. Rose und meine anderen Sponsoren haben mir die ganzen Teile geschickt, die ich brauche. Das Rad wird ein ganz besonderes Rad. Warum, zeige ich euch gleich sofort. Außerdem wird dieses Video ein bisschen interaktiv. Das heißt, ich brauche ein paar Mal echt eure Meinung. Also haltet euch für die Kommentare bereit. Und außerdem, klar, was wäre ein neues Bike-Build-Video, wenn ihr nichts gewinnen könntet? Ich habe hier für euch eine kleine Goodie-Bag vorbereitet. In der Bag noch eine zweite Bag von Conti. Dann gibt es von mir hier eins von den neuen Everyday Red Gang T-Shirts. Größe nach Wahl. Könnt ihr euch aussuchen, welche ihr braucht. Eine Cap von Conti. Trinkflasche von Conti. Dann habe ich euch noch Griffe reingepackt von Reverse. Nägelnagelneu. Die könnt ihr auch gewinnen. Ein paar Sticker-Sets. Tubeless Repair Kit. Mudguard von Reverse, all das in diesem Goodie Bag könnt ihr gewinnen. Was genau ihr dafür tun müsst, sage ich euch am Ende des Videos. Also dranbleiben und ich würde sagen, wir legen los. Wir legen los mit dem Unboxing, bauen dann das ganze Ding auf. Was darf natürlich nicht fehlen bei dieser Sache? Tada! Der gute alte Lidl-Amazon-Aldi-Bike-Ständer. Der wurde ja schon häufig in den Kommentaren erwähnt, dass viele den gleichen haben. Das Rad wird übrigens kein 100% neues Rad. Drei Teile werden aus meinem alten Fahrrad verwendet. Deswegen seht ihr auch schon hier die Federgabel. Das ist meine RockShox Pike aus dem alten Dirtjump-Rad. Aber was komplett neu ist, hier von Rose Bikes. Ihr kennt ihn natürlich auch schon. Der ist jetzt so gesehen nicht neu. Aber irgendwie halt schon neu. Der Rose Bikes The Bruce Dirtjump-Rahmen in Größe L. In Grau. Genau wie beim letzten Mal auch schon. Die besondere Sache an dem Rad machen wir zuletzt. Erstmal haben wir hier noch eine Box mit ein paar Kleinigkeiten drin. Da sind jetzt zwei weitere Teile bei, die ich aus dem alten Rad verwenden werde. Und zwar werden das einmal die Descendant Alukurbeln sein, auf die ich vertraue. Meine Guide RSC Bremse benutze ich auch vom alten Rad. Dann habe ich hier einen neuen Reverse Steuersatz und eine Cinema BMX Halflink Kette in Gold. Kommen wir zur dritten Mystery Box. Reverse Nico Wink Signature Sattel. Reverse Black One Vorbau. Reverse Black One Pedale mit Goldpins. Passende Nico Wink Sattelstütze. Ganz wichtig, Conti MTB Race King 2.2 Reifen in 26 Zoll natürlich. Und jetzt habe ich eine Sache, da brauche ich dann gleich mal nachher eure Meinung zu. Und zwar habe ich hier zwei Lenker zur Auswahl. Ich habe einmal den Reverse Base Lenker in Titangrau, den hatte ich damals schon auf meinem Slopestyle Rad in der Farbe. Oder auch den Lead 770 in Schwarz. Ich weiß jetzt noch nicht, was besser aussieht auf dem Rad. Deswegen gucken wir mal, vielleicht bauen wir beide dran, da brauche ich eure Meinung, was ihr denkt. Genau das gleiche machen wir mit den Griffen. Ich habe hier einmal die R-Shock Griffe von Reverse mit silbernen Kappen und dann habe ich einfach noch die ganz schlichten schwarzen Wink Griffe. Auch da brauche ich eure Meinung, welche ihr nachher auf dem Rad besser findet. So, kommen wir zu der Besonderheit an diesem ganzen Fahrrad. Und zwar habe ich hier ein Paket stehen vom Bikelädle. Das haben die mir zukommen lassen die Tage. Bikelädle-Noahubs, die machen unglaublich geile Laufräder. Die meisten von euch kennen mein altes Dirtjump-Rad mit diesen krassen Olslick-Laufrädern mit den Speichen und den Narben. Jetzt habe ich noch was Krasseres. Es ist zwar kein Olslick mehr, aber ich zeige es euch. Ich habe hier, un momento por favor. Die wahrscheinlich ersten Carbon Dirt Laufräder. Und zwar habe ich hier die Carbon Dirt Felgen von Bikelädle, vom Noahubs. Mit goldenen Speichen, absolut sick. Ich komme noch nicht so ganz drauf klar und die sind ultra leicht. Goldene 120 Clicks, Noahubs Narben, goldene Speichen, Carbonfelgen. Meine eigene Signature Edition. Ich zeige es euch mal kurz, ein bisschen close. Ich bin ziemlich stoked, was das angeht. Noahubs, Mark Diekmann, Dirt Carbon 26 Edition mit den bewährten Noahubs 120 Clicks Narben. Ich bin hammerstoked, was diese Laufräder angeht. Checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung. Ihr könnt euch da alle möglichen Laufräder in allen möglichen Farbkombinationen zusammenstellen lassen.
Und ich kann es kaum erwarten, jetzt das Rad mit diesen Laufrädern aufzubauen. Carbon-Laufräder sind natürlich was ganz Besonderes. Ich kenne jetzt persönlich noch niemanden, der Carbon-Felgen auf einem Dirtrad fährt. Ich werde wahrscheinlich der Erste oder einer der Ersten sein. Das ist natürlich schon ein bisschen komplexer jetzt. Die müssen halt perfekt eingespeicht sein, was sie in diesem Fall natürlich sind. Und Carbon-Felgen sind natürlich wesentlich steifer als Alu-Felgen. Deswegen mal gucken, wie die nachher sich beim Fahren dann verhalten, wie das Fahrverhalten ist. Das wird auf jeden Fall was komplett Neues. Aber ich meine, zieht euch diese Dinger rein. Ich komme selber nicht so ganz drauf klar, wie sick ist es. Wir legen los mit dem Lidl-Radständer. Let's go. Übrigens, der komplette Shop ist wieder aufgefüllt. Es ist endlich wieder alles lieferbar. Everyday. Right, Gang. Fast alle Größen. Bei fast allen Artikeln da. Auch die Longtees endlich wieder im Shop. Also checkt's ab, redgang-shop.com. Und vielen Dank für euren Support übrigens, Leute. Ich bin hammer stoked. Ich habe jetzt noch nicht so mega die Reichweite, aber alle, die immer am Start sind, vielen Dank an euch an dieser Stelle. Ihr seid die geilsten. Zum ersten Mal eure Meinung gefragt. Ich habe mir jetzt eigentlich hier den Reverse Base in Titan Grau rausgesucht für das Rad. Den werde ich jetzt erstmal dran bauen, aber schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was besser aussieht. Der Base in Titan Grau oder halt der Lead Lenker, der ist einfach nur schwarz. Checkt erstmal aus, wie das aussieht, wenn der drauf ist, und dann schreibt in die Kommentare, ob lieber der hier oder der schwarze. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt mit den ganzen Goldakzenten passt. Ich habe ja Gold an den Narben, Gold an den Speichen, Gold an den Pedalen. Deswegen macht es vielleicht dann mehr Sinn, da doch dann den komplett schwarzen einfach dran zu machen. Aber wir checken erstmal, wie es aussieht. Vielleicht sieht es ja auch geil aus. Kommen wir direkt zu der zweiten Sache, die ich gerne von euch wissen würde. Und zwar habe ich hier zwei verschiedene Paar Griffe. Einmal die Winkgriffe in relativ schlicht schwarz mit nur weißer Aufschrift. Oder die R-Shock-Griffe von Reverse mit silbernen Endkappen. Ich werde jetzt erstmal die draufpacken und wie gesagt, schreibt am Ende in die Kommentare, was ihr besser findet. So Leute, die dritte Meinung, die ich von euch brauche, ist folgende. Die schon länger meinen Channel verfolgen, die wissen ja, dass ich normalerweise nur Pivotal-Sättel auf meinen Dirtjump-Rädern fahre. Einfach weil die ein bisschen dicker sind und man die besser klemmen kann, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt im Moment hier erstmal wieder so einen Rail-Sattel drauf, halt den Wink-Sattel von Reverse. Ich überlege aber, beziehungsweise habe schon seit längerem überlegt, mal meinen eigenen Signature Pivotal-Sattel zu machen. Ich weiß aber nicht, wie da überhaupt die Annahme wäre. Deswegen diejenigen von euch, die Dirt fahren, die können ja mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Fahrt ihr lieber Pivotal oder fahrt ihr lieber hier dieses Rail-System bei Sätteln? Gerade wenn es halt im Dirtjump-Bereich geht, klar, bei Freeridern und so weiter fährt man eigentlich nur dieses System. Würde ganz gerne einfach mal von euch das Feedback haben. Steht ihr auf Pivotal-Sättel oder ist euch das wirklich lieber? Wäre mir wirklich lieb, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, damit ich mal so ein bisschen so einen Überblick habe. Ich persönlich stehe mega auf die Pivotal-Sättel. Plus, man könnte noch so ein richtig fettes Design machen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, lasst es auf jeden Fall in den Kommentaren da.
was soll ich sagen, Leute? Ich bin mega stoked, wie es jetzt aussieht. Ich muss jetzt noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber das ist jetzt erstmal so das Rad, wie es aussehen wird, grundsätzlich. Ganz kurz noch für all die, die sich sowieso schon für das Rose Bikes The Bruce interessieren. Das ist ja in letzter Zeit leider ausverkauft. Wartet noch ein bisschen, habt noch ein bisschen Geduld. Ab August gibt es wahrscheinlich wieder alle Räder in beiden Varianten bei Rose Bikes erhältlich. Und außerdem kommt auch noch was ganz Spezielles vorher. Ich darf noch nichts, will auch noch gar nichts verraten. Ich sag nur Dirt Masters Festival. Also seid gespannt. Laufräder, beziehungsweise wo ihr solche und ähnliche Laufräder bekommt, verlinke ich euch auch in der Beschreibung beim Bikeladler. Will jetzt noch nicht zu viel versprechen. Ich werde die Tage mal wiegen, wenn es in dem Zustand ist, wie es dann auch wirklich sein soll. Mal gucken, auf was für ein Gewicht wir dann kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber das ist erstmal das Rad, so wie es sein wird. Und ich bin mega stoked. Das sieht richtig geil aus. Diese ganzen goldenen Akzente. Dope. Ich habe auch schon eine Idee für den Sattel, was man da machen könnte, designtechnisch. Damit es auch zu dem Rad jetzt zum Beispiel passen würde. Ich würde sagen, Bikeporn, let's go! Das Wichtigste fehlt natürlich noch. Wie versprochen gibt es für euch natürlich auch noch was zu gewinnen. Diese Goodie Bag mit einigen Sachen da drin, wie schon erwähnt. Griffe sind drin von Reverse, Mudguard von Reverse ist drin, Trinkflasche von Conti, noch eine Cap von Conti und außerdem noch eins von den brandneuen. Hui, ich pack's kurz aus. Eins von den brandneuen, brand new, Everyday Red Gang Shirts. Wie gesagt, auch wieder ab jetzt im Shop alles erhältlich, alle Größen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur dieses Video liken und in die Kommentare schreiben, warum ihr denkt, dass ihr das braucht. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie das immer funktioniert bei den Giveaways. Ich suche immer, bevor wieder tausendmal gefragt wird, wenn das Giveaway aufgelöst wird. Ich löse es in den Kommentaren auf, das heißt, derjenige, der gewinnt, den schreibe ich direkt in den Kommentaren an. Das heißt, ich antworte auf den Kommentar, der gewinnt. Und dann braucht ihr nicht immer zu fragen, wann das Giveaway aufgelöst wird. Ihr habt genau eine Woche Zeit, dann löse ich es auf. Der Gewinner wird dann Bescheid wissen, weil ihr halt eine Benachrichtigung bekommt, dass ihr eine Antwort auf euren Kommentar bekommen habt. Und in dem Kommentar schreibe ich dann dementsprechend, dass ihr gewonnen habt. Dann wisst ihr Bescheid. Also, so viel dazu. Ich wünsche euch viel Glück natürlich. So, ich habe jetzt doch noch die Sattelstütze schnell gekürzt, damit ihr jetzt wirklich das Gesamtbild sehen könnt, so wie es aussieht. Und das ist es. Immer wieder wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, wenn man so ein geiles Rad aufbaut. Und in letzter Zeit sind es echt richtig geile Räder, die dabei rumkommen. Dementsprechend vielen, vielen Dank an meine Sponsoren, an Rose Bikes, an Continental, an Reverse. Speziell bei diesem Bike, an das Bike Ladl und Noah habe es natürlich auch. An TSG und Tennis Armor auch, dafür, dass ich das machen kann, was ich so liebe und unter anderem so geile Räder aufbauen kann. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an euch, wie gesagt, für euren Support, weiß ich mega zu schätzen. Und es motiviert mich auch immer weiterzumachen und das zu machen, wo ich Bock drauf habe. Und darauf kommt es an. Also vielen Dank, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Like da lassen, vor allem wenn ihr beim Giveaway mitmachen wollt natürlich. Und dann sehen wir uns natürlich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, Leute, habt eine gute Zeit. Peace!